Moin Moin zu, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jade Empire. Wir sind hier gerade, letzte Folge haben wir am Ende gesehen, wie hier wohl Gao der Große und Inquisitor Lim ein wenig geredet haben. Und zwar mit, wie hieß sie? Ich meine Gia, also ziemlich hohes Tier bei den Inquisitoren. Inquisitoren bei den Lotus-Assassinen. Und ja, ich würde sagen, schauen wir dann mal, ob wir vielleicht ein bisschen mit Kang reden können, wenn wir hier aufräumen. Der Typ, der die Luftschiffe entworfen hat. Okay, der Kerl kann ziemlich gut mit Feuer umgehen, so wie es aussieht. Habe ich den denn nicht mehr erwischt? Und tot. Ihr seid gut mit den Waffen fertig geworden, mit all euren Stößen und Tritten. Ich hätte das eher mit ein paar Explodierdingern gemacht, aber eure Taktik war auch nicht schlecht. Ich glaube, ich verstehe, warum man ihn Kang der Verrückte nennt. Wer seid ihr? Ich bin Kang der Verrückte. Ich mache Dinge, die explodieren. Und ich mache Dinge, die fliegen. Und beides mache ich sehr gut. Die Dinge, die fliegen, überleben es meist. Die Dinge, die explodieren, meist eher nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Nummer 7 bei Lord Abaddon ein wenig von ihm abgeguckt sein könnte. Ihr macht Dinge, die explodieren? Ich mache alles Mögliche. Und ja, vieles davon ist dazu gebaut, Energie abzugeben. Sehr rasch. Aber mein größtes Werk explodiert nicht. Meistens. Ich habe es für mich selbst gebaut. Meine größte Erfindung steht oben im Abflugraum. Sie ist leicht und schnell und verfügt über Waffen und Eigenschaften, wie sie kein anderer Flieger besitzt. Die wundersame Libelle. Ihr habt Gao eine besondere Flugmaschine gebaut? Nur unter Protest. Gao weiß nicht zu schätzen, was ich baue. Er missbraucht meine Erfindungen. Schlimmer noch, er vervielfältigt sie und verringert dadurch ihren Wert. Aber nicht mit mir. Die Libelle wird nicht funktionieren. Gao will meine Maschine den Lotus-Assassinen geben, aber ich habe seinen Plan durchkreuzt. Ich habe den unerheblichen Staubinduktor versteckt, wo niemand ihn finden wird. Ha! Ohne den fliegt sie aber nicht. Aber sie könnten einen neuen Induktor bauen. Schließlich ist er ja unerheblich. Also habe ich vor ein paar Tagen die unergründliche Energiequelle in die Luft gejagt. Jetzt kann die Libelle nur noch kleine Hüpfer machen. Unergründliche Energiequelle? Haben wir sowas nicht selber? Wollt ihr mir gegen Gao und die Lotus-Assassinen helfen? Ja, ja, aber sicher. Von was rede ich denn hier die ganze Zeit? Ihr müsst besser zuhören. Wenn ihr einen kampfbedingten Unfall für Gao arrangiert, zum Beispiel, dass er in ein paar tödliche Hiebe stolpert, dann ersetze ich den Staubinduktor der Libelle und wir fliegen los. Was meint ihr? Einverstanden. Mal sehen, was sich machen lässt. Unsere Partnerschaft wird euch sicher nutzen. Ich habe nämlich noch nie jemanden in die Luft gejagt, der mit mir fliegt. Also seid ihr schon allein durch meine Anwesenheit sicher. Wie auch immer, macht ihr nur. Und wenn ihr mit der Prügelei fertig seid, dann komme ich mit. Und dann wollen wir doch mal sehen. So, lasst mich nachdenken. Wir brauchen Sprengstoff zum Sprengen. Ja, wofür auch sonst? Ich habe ein paar Fragen. Fragen sind gut. Sie bedeuten, dass die Dinge ins Rollen kommen. Aber macht schnell. Fragen dürfen Taten nie im Weg stehen. Habt ihr eine junge Frau namens Fuyao gesehen? Gehört sie zu den Sklaven?
Der Sklavenbrecher führte heute Morgen ein Mädchen vorbei. Ich weiß ihren Namen nicht, aber jemand anderen habe ich nicht gesehen. Ich habe noch andere Fragen. Ich werde alles noch einmal durchkauen mit euch, wenn es sein muss. Aber eigentlich möchte ich wieder an die Arbeit. Wie hat es euch hierher verschlagen? Oh, das ist eine lange Geschichte, soweit ich mich erinnere. In meiner alten Werkstatt gingen ein paar Experimente schief. Es gab Explosionen, ein paar Häuser brannten ab und so weiter. Gau schmierte ein paar Beamte, die mich gerade von 5 Pferden 4 teilen lassen wollten. Oder muss das dann 5 teilen heißen? Egal, er brachte mich jedenfalls hierher, damit ich für ihn arbeite. Gau hat euch gerettet und ihr wollt, dass ich ihn töte? Schon, er hat mich gerettet, aber nur, um meine Erfindungen missbrauchen zu können. Dutzende von Fliegern auf arme Dörfer loszulassen, also wirklich. Alles, was in Massen auftritt, wirkt ja so unelegant. Und man benutzt auch nicht Sprengkörper, die vom großen Drachen inspiriert wurden, um Schatzkammern aus dem Fels zu sprengen. Welch unwürdige Verwendung von Pulver! Nicht mal einen anständigen Krater hat es gegeben! Wenn ich eure Erfindungen falsch nutze, bekomme ich also Ärger mit euch. Warte, ihr hattet da Gauss Schatzkammer erwähnt? Gleich neben dem Abflugraum. Wie man rein und rauskommt, weiß ich nicht. Denn schließlich liegt sie ja hinter einer dicken, schweren Tür. Ich wüsste einen Weg, sie zu öffnen. Aber ich habe keinen Hebel, der lang genug ist. Ihr müsst also euren Kopf benutzen. Nicht im wörtlichen Sinne, natürlich. Wenn ich eure Erfindungen falsch nutze, bekomme ich also Ärger mit euch? Nein, nein. Aber wenn ich euch einen Rat gebe, solltet ihr ihn schon anhören. Gau tut das nie. Hört immer brav auf mich und ich sorge dafür, dass die wundersame Libelle der beste Flieger der Lüfte ist. Lebt wohl. Ja, lebt wohl. Geht und lasst mich nachdenken. Ja, Kang scheint ja echt ein interessanter Typ zu sein. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Eine Kiste. Oh, ausnahmsweise mal keine Falle. Teleskop. Okay, hier geht's nicht raus, auch wenn hier eine Tür ist. Dann müssen wir wohl nach oben. Ist ja doch recht linear aufgebaut. Einmal schnell speichern. Ja, ich gewöhne mir das langsam an. Hier geht's runter. Schauen wir uns jetzt mal hier unten um, ob hier irgendetwas ist. Ah, okay, das ist nett. Führt uns ja einfach nur zurück, aber schauen wir uns jetzt hier oben um. Wieder ein Äffchen, hier gibt's ziemlich viele. Ach, wird wieder geprügelt. Hallo Leute! Mitten in die Brandfalle. Ja gut, und er brennt auch. Na dann. Ja gut, vor allem bei dem Säufer glaube ich, dass der vor allem sehr gut brennt. Eine Kiste. Wieder keine Falle und ein fehlerhaftes Juwel drin. Nett. Treppe verspricht irgendwie immer was Großes. Höhle. Ah, okay. Hier scheint wieder was zu passieren. Ja, von der Zeit her passt das noch wunderbar. Ich meine, das Mädchen kennen wir doch. Bitte verbrennt mich nicht! Ich werde gehorsam sein, das verspreche ich! Das sagst du so. Aber tief in dir hältst du dich nicht für eine Sklavin. Nur wahrer Schmerz treibt diese Gedanken aus. Halt! Diese Sklaven sollen im Haus arbeiten. Soll ich meine Gäste etwa von einer jungen Frau mit Brandmalen und Narben im Gesicht bedienen lassen? Ihr bekommt eure Sklaven, wenn sie gebrochen sind. Nicht einen Moment früher.
Helft mir, ich bitte euch! Du hast hier nichts zu suchen, Sklavin. Warum hält man uns immer direkt erstmal für Sklaven? Zauberer, ganz böse. So, einmal. Der lebt immer noch, nicht schlecht. Ihr habt ihn getötet. Ich habe noch nie etwas so Grausames gesehen. Hey, ich kenne euch doch. Meine Mutter und ich sind euch in Tiens Anleger begegnet. Wollte ich doch sagen. Still, Mädchen. Eine Sklavin spricht nur, wenn man das Wort an sie richtet. Redet nicht so mit ihr. Was? Und warum nicht? Eine Sklavin hat ihren Platz zu kennen. Diese hier muss ich wohl erst noch selbst erziehen. Ich sollte den Preis drücken. Ich will keine Sklavin sein. Ich will nur meine Mutter finden. Dieses Mädchen steht nicht zum Verkauf. Was? Unverschämtheit. Wisst ihr, welche lange Reise ich hinter mir habe? Wisst ihr, wie lange ich um diese Sklaven gefeilscht habe? Hände weg von meiner Tochter! Was seid ihr nur für ein Schuft? Was? Wie kommt sie denn hierher? Wie ist sie an den Wachen vorbeigekommen? Warum ist sie nicht bei den anderen Sklaven? Die Wachen sind tot, Lu. Die Sklaven sind frei und eine ganze Reihe von ihnen sind auf der Suche nach euch. Sie sollten euch besser nicht finden. Nein, das ist doch nicht möglich. Ich muss hier raus. Ich danke euch, edle Dame. Ich habe meine Tochter wieder und wir sind frei. Wenn ich etwas besäße, würde ich es verdammt, meine Zunge immer wieder mit Knoten. Wenn ich etwas besäße, ich würde es euch geben. Wir gehen nach Tiens Anleger zurück und erzählen der ganzen Stadt von euren großen Taten. Ich bin sicher, Minister Xing wird euch für eure Hilfe belohnen. Lass uns gehen, Fuyao. Die anderen warten schon. Ich bin froh, dass du wohlauf bist, Mutter. Haha. Und wir erhalten Eiserne Hand, die Schmiede. Aus Dankbarkeit für ihre Befreiung hat Fuyao euch eine eiserne Handschriftrolle gegeben. Sucht die restlichen Schriftrollen, um den eisernen Handstil zu lernen. So, wer es lesen will, kann pausieren. Ja. Das ist ein Punkt, der quasi dafür entscheidet, ja, wie soll man sagen, ob man eiserne Hand oder Viper bekommt. Weil an diesem Punkt, je nachdem, wie man sich verhält, kriegt man entweder die Schriftrolle Eiserne Hand oder Viper. Wir haben jetzt gerade uns für Eiserne Hand entschieden, werden also vermutlich eher diesen Stil bekommen. Ja, wie ich jetzt auf Uhr sehe, hier kann man auch wieder eine Folge beenden. Tut mir leid, dass die in der letzten Zeit nicht ganz so lang sind, aber ich meine, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Also, wir haben wieder eine gute Tat begangen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal noch viel Spaß. Cheerio, euer Scarecrow.